Ja, hallo und willkommen zu einem kleinen Anleitungsvideo, bei dem es um Transparenz gehen soll. Transparenz mit GIF ist ein sehr interessantes Thema. Ich gehe also auf Datei, will jetzt keine neue Datei erstellen, sondern eine vorhandene Datei öffnen, gehe in meinen Bilderordner, suche. Ich wähle jetzt hier mal die Burg Hohenzollern aus als JPG-Format. Da habe ich sie, sie wird mit 100% Größe angezeigt. Gehe ich auf 50%, übrigens das hier ist eine Fehldarstellung, normalerweise müsste hier das Prozentzeichen erscheinen. Jetzt habe ich hier die Burg Hohenzollern und wenn ich jetzt hier also mit dem Auswahlwerkzeug rund ein Oval auswähle, möchte ich jetzt die Burg hier entsprechend freistellen, das heißt also außen herum, das soll transparent werden. Als erstes, wenn ich also jetzt die Entfernen-Taste drücke, sehen wir, wird das Bild in der Hintergrund oder der markierte Bereich in der Hintergrundfarbe ausgeschnitten. Schon mal nicht im Sinne des Erfinders, die Hintergrundfarbe sollte weiß sein. Ich drücke nochmal Entfernen, jetzt wird weiß ausgeschnitten, aber nicht transparent und vor allem auch das Falsche. Mit der Rückgängig-Machen-Taste bearbeiten. Rückgängig löschen, Steuerung Z, kann ich das also jetzt wieder herstellen. Ich brauche eine andere Markierung, nämlich ich muss die Auswahl umkehren. Jetzt sehen wir auch hier an der Ameisenstraße, dass der äußere Bereich markiert ist und gehe ich auf Entfernen, wird er auch entsprechend weiß ausgeschnitten. Ich möchte aber transparent ausschneiden, das heißt, ich muss überhaupt erstmal eine Möglichkeit erzeugen, Transparenz zu benutzen. Unter Ebene Transparenz muss ich einen Alpha-Kanal, in dem die Transparenzeigenschaften gespeichert werden, hinzufügen. Drücke ich die Entfernen-Taste, habe ich jetzt hier ein außenherum transparentes Bild. Das kann ich jetzt exportieren. Wichtig ist, nicht überschreiben, sondern exportieren als PNG, denn das PNG-Format kann Alpha-Kanal-Transparenz entsprechend verarbeiten. Dann mache ich hier noch den Zusatz transparent hin mit den entsprechenden Vorgaben. Hier gehe ich auf Exportieren. Fertig. Schauen wir uns das Ganze einmal schnell in Irfan View an. Ich gehe auf Datei, Öffnen, wähle hier die transparente Datei aus und sehe hier schon, dass sie also mit der Hintergrundfarbe hier, dass sie hier transparent ist. Und bleibt. Jetzt möchte ich aber hier einen feineren Übergang haben und deswegen gehe ich hier auf Steuerung Z und bei der Auswahl wähle ich hier Ausblenden. Das Bild ist ziemlich groß, 900x600, also werde ich hier mal so über 30 Pixel ein Ausblenden einstellen. Drücke ich jetzt die Entfernen-Taste, sehen wir schon, dass es hier einen feinen Übergang über 30 Pixel gibt. Das kann man natürlich variieren. Bild exportieren als transparent 1. Exportieren. Über die Bildeigenschaften könnte ich auch noch natürlich entsprechende Vorgaben machen. So, wählen wir jetzt wieder unser Irfan View aus, lassen uns die Datei transparent 1 anzeigen. Sehen wir jetzt hier diesen feinen Übergang nach außen. Noch viel, viel mehr Tricks bei der Arbeit mit solchen Transparenzen. Nicht vergessen als PNG speichern, ganz wichtig. Findet man natürlich im World Wide Web, wenn man dort entsprechend nachschlägt, Bilderrahmen und. Auf diese Art und Weise kann man also interessante Gestaltungen durchführen. Solche PNG-Bilder lassen sich übrigens auch in Textverarbeitungen integrieren und dann sogar mit
umfließenden Text so gestalten, dass der Text also nicht hier im Rechteck rundherum, sondern wirklich fließend rundherum läuft. Da gibt es also viele, viele weitere Möglichkeiten, die man einfach ausprobieren und ausloten muss. Viel Spaß beim Ausprobieren.